auch einfach mal cool, dass das hier jetzt ein Stichspiel ist, wo er wirklich sich einfach mal Gedanken gemacht hat, welches Thema würde gut passen, dass wir keine Stiche haben wollen. Hallo meine Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einer weiteren Review hier bei Hunt & Friends. Heute habe ich mal ein ganz kleines Spiel für euch, ein Stichspiel Windjammern, deutsch bei Strohmann Game erschienen. Ursprünglich Rio Grande, das Ganze für 3 bis 6 Spieler, klar Stichspiel, 2 Personen, nicht so geeignet. Ab 10 Jahren 30 bis 45 Minuten, ich würde sagen, es ist ein gehobenes Stichspiel, aber nicht zu kompliziert. Im Endeffekt könnt ihr gleich mal vorweg sagen, wir spielen ständig so eine besondere Art von Null. Also wer Skat kennt, wir wollen keine Stiche haben. Aber wir müssen hier keine Stiche ansagen, wir wollen einfach nur keine Stiche bekommen. Das ist im Prinzip der ganze Trick. Und thematisch tatsächlich funktioniert das, denn die Karten, die repräsentieren Gefahren auf See, also sowas wie ein Riff oder ein Oktopus, der uns verschlingen könnte und sowas. Und da, wenn wir natürlich auf See hier mit einem Schiff fahren, dann wollen wir das alles vermeiden. Wir wollen diese Gefahren vermeiden, wir wollen diese Stiche nicht bekommen. Was ganz interessant ist, ist, dass das Spiel eigentlich gar nicht neu ist, sondern es gab es schon mal bei Amigo, da hieß es Texas Showdown, habe ich nie gespielt, deswegen werde ich euch jetzt mal Windjammern vorstellen. Und was noch interessanter ist, ist, dass auch schon bei Texas Showdown ein Fehler in die Regel eingeschlichen hat. Der Autor hatte es ursprünglich anders geplant. Dann wurde durch Missverständnis sozusagen die falsche Variante an Regeln benutzt. Das hat sich aber irgendwie eingebürgert und Windjammern die Hauptregeln auch wie Texas Showdown. Aber wer möchte, kann sozusagen die Originalregeln des Autors noch ausprobieren. Ich zeige euch kurz, wie es funktioniert und dann sehen wir uns wieder beim Fazit. Windjammern ist ein Stichspiel, bei dem wir keine Stiche machen wollen, weil wir spielen einfach mehrere Runden. Nach jeder Runde wird gezählt, wie viele Stiche habe ich gemacht. Und ja, wenn dann ein Spieler eine bestimmte Punktzahl quasi an negativen Punkten, muss man sagen, erreicht hat, dann ist die Runde vorbei, das Spiel vorbei und wir gucken, wer hat die wenigsten Punkte und dieser Spieler hat gewonnen. Es werden alle Karten ausgeteilt, bei geringerer Spielanzahl werden ein paar Sachen aussortiert und dann beginnt einfach der Spieler mit der Null. Die Karten haben nämlich eine eindeutige Nummer, die es auch jeweils nur einmal gibt. Hier die orangenen Karten, da gibt es die orangene Null, die beginnt jedes Spiel. Und wenn man das hier schon mal sieht, ist es ganz nett gemacht hier. Auf den Karten ist natürlich die Nummer angegeben und dann gibt es hier so eine Skala, daran kann man erkennen, wie viele Karten es von dieser Farbe gibt. In dem Fall gibt es 11 Karten von der 0 bis zur 10 und wir sehen auch die 0 hier mit diesem Dings ist die niedrigste Karte, ne? Also Beispiel hier die 9, da ist der Haken hier ganz fast ganz oben, an zweitoberster Stelle wissen wir, das ist die zweitoberste Karte dieser Farbe. Und die anderen Farben, die gehen dann eben entsprechend weiter hoch. Das nächste wäre dann die roten, die gehen dann von der 11 bis zur 20. Dann die grauen, die gehen von der 21 bis zur 29. Eisberg von der 31 bis zur 38. Also es wird dann ein bisschen weniger nach oben. Und ganz oben ist die Krake. Die habe ich hier gerade gar nicht auf der Hand, aber das sind tatsächlich nur 5 Karten von der 71 bis zur 74. Was auch noch interessant ist, ist, dass wenn ich die höchste Karte jeweils einer Farbe, das kann man hier ganz gut sehen, das seht ihr hier, das ist die 20, ist die höchste Karte der roten Farbe. Da ist das hier auch noch andersrum abgedruckt, um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen. Und da ist noch so ein kleines Sternchen, dass man wirklich weiß, das ist die höchste Karte der Farbe Rot. Das fängt mit der 0 an und dann gelten die normalen Stichregeln. Das heißt, Farbe muss bedient werden. Es geht jetzt reihum und jeder, der hier in dem Fall eine orangene Karte hat, muss die natürlich spielen. Und das, wenn jetzt alle orange haben, in dem Fall ist es so, dann gewinnt die Karte natürlich oder den Stich einfach der mit der höchsten Nummer. Das wäre jetzt dieser Spieler gewesen und der kommt dann auch raus. Es gibt allerdings eine Sonderregel. Hätte er diesen Stich jetzt mit der höchsten orangenen Karte bekommen, dann darf dieser Spieler aussuchen, wer wieder rauskommt. Muss er also nicht selber sein. Das kann manchmal ganz interessant sein. Der hat jetzt auf jeden Fall eben schon einen Stich und würde jetzt wieder rauskommen. Er kann natürlich auch eine ganz andere Karte anspielen. Na gut, das würde jetzt nicht so viel Sinn machen, weil er da wahrscheinlich den Stich bekommt. Aber nehmen wir mal an, er macht es hier so. Und jetzt ist das Interessante eigentlich nur, was passiert,
wenn man nicht bedienen kann. Gehen wir mal davon aus, dieser hier könnte nicht bedienen. Dann kann man natürlich, wie bei Stichspielen übrig, eine andere Farbe spielen. Ja, zum Beispiel das hier. Oder machen wir mal ein besseres Beispiel, das hier. Jetzt aber, jetzt kommt ja noch dieser Spieler hier dran, kommt das Besondere an Windjammern, denn dieser Spieler kann jetzt eine von beiden Farben bedienen. Das bedeutet, er muss nicht mehr blau spielen, er kann auch noch grün spielen. Und das kann dazu führen, dass dieser Spieler sogar den Stich bekommt, oder der grüne Spieler in dem Fall den Stich bekommt. Er muss nämlich dann vielleicht grün bedienen, weil er kein Blau hat. Und jetzt guckt man nämlich, welche Farbe hat die meisten Karten. In dem Fall ist Gleichstand, dann gewinnt einfach die höchste Zahl. Und jetzt sieht man plötzlich, gewinnt grün den Stich. Und wenn wir jetzt drei grüne Karten gehabt hätten, hätte grün auf jeden Fall natürlich auch den Stich gewonnen. Hätten wir jetzt eine dritte blaue Karte, hätte blau den Stich gewonnen und da natürlich wiederum die höchste Karte. Das heißt, durch die weiteren Farben, die man eigentlich abschmeißt, kommen weitere Stichfarben ins Spiel, die auch bedient werden müssen oder auch können. Also wenn man beide hat, kann man natürlich aussuchen, aber man muss eben immer bedienen, wenn man kann. Und so kann es eben passieren, dass gerade auch bei größeren Spielerzahlen dann plötzlich die Stiche doch wo ganz anders hinwandern, als man eigentlich gedacht hat. Wobei man hier auch sagen muss, es ist auf jeden Fall auch spannender, wenn man mit größeren Spieleranzahlen spielt. Und dann ist es so, das sind die Regeln ja von Texas Showdown. Es gibt tatsächlich noch die Variante, die ursprüngliche Strife-Variante des Autors. Die funktioniert so, dass diese Sternkarten, also die höchsten Karten einer Farbe, nochmal so eine spezielle Regel haben. Wenn man so eine Karte in einen Stich reinspielt, dann gilt diese Farbe als untergegangen. Und das bedeutet, sie zählt nicht mehr mit. Das heißt, ist andersrum, nicht, dass man dann die Chance hat, eher den Stich zu kriegen, weil man ja die höchste Karte gespielt hat. Diese Farbe, die grüne Farbe, wäre dann bedeutungslos in diesem Stich. Wenn da nur eine andere Kartenfarbe drin, eine Karte von einer anderen Farbe zum Beispiel in dem Stich liegt, dann gewinnt plötzlich diese andere Farbe, weil grün eben durch die Sternkarte untergegangen ist und nicht mehr zählt. Aber ja, diese Variante führt dazu, dass man natürlich mit den Sternkarten sehr viel mehr beeinflussen kann, wer einen Stich kriegt. Und es ist natürlich Zufall, ob man Sternkarten in die Hand bekommt oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Variante. Tja, viel kann man natürlich zu so einem Spiel nicht sagen. Wer Stichspiele mag, sollte sich das aber auf jeden Fall angucken. Ich finde es aus mehreren Gründen interessant. Zunächst einmal wirklich das Thema toll umgesetzt, ne? Also finde ich auch einfach mal cool, dass das hier jetzt ein Stichspiel ist, wo er wirklich klar einfach sich einfach mal Gedanken gemacht hat, welches Thema würde gut passen, dass wir keine Stiche haben wollen. Und das funktioniert schon mal ziemlich gut. Und das Zweite ist natürlich der Trick in der Mechanik. Und der ist vor allem natürlich, kommt der daher, dass wir eben weitere Farben ins Spiel bringen, wenn wir nicht bedienen können. Ne? Dass wir dann eben neue Farben anspielen können in einem und demselben Stich. Und diese neuen Farben können zur wirklich wichtigen Farbe werden, wenn eben genug, weil man dann plötzlich eben auch die weiteren Farben bedienen muss, ja, wenn man kann, dann plötzlich zwei, eben, ja, ihr wisst ja, ihr habt die Regel gesehen, hoffentlich. Genau, also das ist einfach dieser kleine Trick, der dafür sorgt, dass es dann eben sich doch anders spielt als eine Null beim Skat. Und das ist eine sehr interessante Mechanik, so Dynamik entwickelt, weil man natürlich immer so guckt, wenn ich jetzt, vielleicht habe ich Glück, wenn ich jetzt diese Farbe anspiele, dass dann noch irgendwie was passiert, dass ich den Stich nicht bekomme und so. Und das ist wirklich ganz spannend. Auch die besonderen Originalregeln des Autors finde ich sind einen Blick wert, wobei mir die Original, jetzt die Texas Showdown-Regeln gefühlt noch ein bisschen besser gefallen. Das wird dann ein bisschen zufällig mit diesen Sternenkarten, na, wer die dann hat, dann ist da irgendwie, da kann man, das ist zu random für mich, ja, ich mag es dann lieber ein bisschen mehr strategischer, das sind, finde ich, die Originalregeln besser, aber alle, die so eine Art von Stich spielen mögen, ja, die sollten sich Windjammern auf jeden Fall aufschreiben, mit in Urlaub nehmen und einfach mal ein bisschen als Absacker spielen und ich freue mich natürlich, wenn ihr hier ein Abo da lasst, bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.